Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wir haben die aktuelle Aufgabe ein bisschen gesplittet. Wir haben ja eigentlich bei Daisy angefangen und jetzt sollen wir erstmal mit Minnie sprechen, die aber über uns irgendwo rumläuft, damit wir für Vanellope ein, was war das, Bosskleid machen können. Guten Da Morgen. hinten läuft sie. Minnie. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Gameplayerin, es ist immer schön, dich zu sehen und ich weiß, warum du hier bist. Daisy hat mir von Vanellopes Wunsch erzählt und ich habe mit einem wunderbaren neuen Design begonnen. In diesem Kleid wird sie sich wie ein Boss fühlen, genau wie sie es sich gewünscht hat. Ein Kleid, ja, ist vielleicht nicht das, was Vanellope gesucht hat, ja. Wird aber die perfekte Werbung für deine neue Modelinie sein. Daisy hat genau das Gleiche gesagt. Ihr beide denkt wirklich ähnlich. Ich brauche nur ein paar Materialien, um es herzustellen. In Ordnung, Minnie. Gib mir eine Liste und ich bringe dir alle Materialien für Vanellopes Kleid. Aber bitte nichts, was ich nicht habe. Das wäre eine große Hilfe. Ich danke dir. Hau ab, Eve! Wegen dir, wegen deiner blöden, verbackten Quest kann ich nicht die neuen Quests machen. Also geh weg. So. Wir brauchen drei Goldbarren. Die kann ich auf jeden Fall machen. Also Gold habe ich genug. Ich bin reich. Nein, aber Gold habe ich wirklich genug zusammengesammelt mittlerweile. Und das andere waren 10 rote Bromelien. Hey, Warum Sonne, was für ein guter Tag zum Surfen. zeigt er mir nicht an, dass ich die habe? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Rote Bromelien. Wir haben grüne Anstecknadel? Lila Anstecknadel? Hä? Kriegen wir das denn her? Wo du das findest? Oh, ich denke mal, da müssen wir auch mal die Augen nach offen halten. Hier, gelbe Bromelie. Ach, die sind das. Auf der sonnigen Ebene kriege ich die. Warum? Zeigt ihr mir an, dass ich die nicht habe? Die müsste ich eigentlich haben. Aber wir gehen erstmal gucken, was wir hier eventuell noch pflücken können. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht den Rest doch noch so kriegen können. Also bei uns aus dem Dings. Na, aus der Kiste. Ich gebe dir Deckung. Ja, mach du mal. Das sind die, glaube ich, hier, diese niedrigen. Die hier müssten es sein. Ja, genau. Da ist auch noch einer. Maui, geh mal weg Guten hier. Morgen. 3. Guten Morgen, Nala. Ich habe es nur gerade ein bisschen eilig. Tut mir leid. 3. Stand da gerade eher. Nee. Wieso zähle ich eigentlich mit, wenn das oben sowieso hochgerechnet wird? Ich bin ja auch wieder sehr clever heute. Okay, da hinten ist noch einer. Da sehe ich gerade nichts. Also gut, die Hälfte haben wir zumindest schon mal gefunden. Ich kann jetzt nur für diese Folge hoffen, dass wir auch die restliche Hälfte noch finden, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Beziehungsweise, dass ich die tatsächlich doch noch drin habe. Ich verstehe nur nicht, weil die habe ich ja jetzt nicht alle aufgebraucht. Oder habe ich irgendwas gehabt, wofür ich die alle benutzt habe? Das glaube ich nämlich eher nicht. Ich werde jetzt mal kurz gucken, ob ich die finde. Wo sind wir denn hier? Da. So. Blumen, das sind die alten Blumen. Die müssten alle auf Etage 2 sein. Ich muss immer erstmal überlegen. Es ist schlimm. So, hier sind die nicht drin. Die Frage ist, die waren, glaube ich, leer hier, oder? Die waren leer. Wo ich übrigens gerade die Bromelien hier.
Also Hortensie sehe, wieso ist das die Christoph-Quest? Und wieso sind die Lilanen auch die Christoph-Quest? Kann ich mir die Christoph-Quest schon ansehen? Oder platziere sie und gieße sie danach? Ach so, für die Christoph-Quest könnte ich quasi jede einzelne Blume nehmen, so wie es aussieht, ne? Ah, okay, auch nicht schlecht. Ja, dann tue ich aber trotzdem hier die Hortensien tue ich erstmal da rein. Da muss ich dann gleich mal gucken, ob ich eventuell einfach Blumen pflücke und die dann dahin stelle oder was. Keine Ahnung. So, Moment, da müssen wir jetzt nochmal eine Etage darüber gucken. Es kann nicht sein, dass ich die überhaupt nicht hier drin habe. Das sind die doch. Rote Bromelie. Warum? Oh, jetzt habe ich sie alle rübergetan. Das wollte ich nicht. Warum hat er mir alles angezeigt, dass ich das habe? Aber gerade die hat er mir jetzt nicht angezeigt. Ich meine, ich bin froh, wenn ich da nicht alles verbraucht habe, ne? Also ist jetzt nicht schlimm, dass wir die jetzt neu geholt haben. So konntet ihr jetzt auch mal sehen, wie viele man dann auf einen Schlag bekommt und wie viele halt eben nicht. Ich muss mir hier echt mal meinen Weg ändern. Bringe die Materialien zu Mini. Mini, Mini, Mini. Mini ist zu Hause. Warum ich eigentlich nicht da hochlaufe, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber egal. Ich denke mal, dass das so ein bisschen schneller geht. Ach, die ist draußen, die ist gar nicht. Ich würde so gern plaudern. Ja, brauchst du nicht. Reicht, wenn du meine Sachen annimmst und dann was Schönes daraus machst. Hoffentlich was Schönes, sagen wir es mal so. Hallo. Wunderbar. Das ist alles, was ich brauche. Nur einen Moment, Gameplayerin. Und hier ist es, das perfekte Kleid, damit Vanellope sich wie ein Boss fühlt, genau wie sie es wollte. Oh, ich hoffe, es gefällt ihr. Naja. Das Kleid sieht, glaube ich, schön aus. Ich habe es nur ganz kurz gesehen. Ah, so könnten wir ihr das verkaufen, ja. Ja, ich befürchte, das wird eine Katastrophe, ich auch, aber das Kleid ist ein Levelaufstieg. Ich bringe es zu Vanellope. Ich drücke dir die Daumen. Viel Glück. Ich freue mich schon. Dankeschön. Wieso drückt sie mir die Daumen? Immerhin geht es um ihre Klamotten. Vanellope ist da. Nicht weglaufen, ich komme sofort. Oder nicht wegbeamen. Ich glaube, laufen tut die eher weniger. Die beamt nur. Hallo? Sollst du mit ihr reden? Nein, wenn da reden steht, will ich reden. Ich meine, jetzt gerade stand was mit Samen, aber... Oh, Leute... Könnt ihr das mal so programmieren, dass man die Menschen auch ansprechen kann, bitte? Das ist so nervig. Ah! Ist das nicht das, was wir schon haben? Hier, bitteschön. Ein Kleid, was meine Größe ist. Was ist das? Daisys Antwort auf deine Frage. Sie ist der Meinung, dass ein Wechsel der Garderobe dir hilft, das nächste Level zu erreichen und dich wie ein Boss zu fühlen. Das ist verrückt! Als ich sagte, dass ich aufsteigen wollte und mich mehr wie ein Boss fühlen will, dachte ich, sie würde mir beibringen, wie man Rätsel löst. Ein Leben als Unternehmerin? Sie bindet sogar Knoten, die sich nie lösen, so wie sie es mit ihren Schleifen macht. Ich habe definitiv kein Umstyling gemeint. Mhm, das war mir klar. Ich habe versucht, Daisy davor zu warnen. Nein, wir waren ein bisschen egoistisch, wir haben sie nicht gewarnt. Ich finde, es ist ein tolles Kleid. Aha. Sicher, es ist schön, aber das bin ich einfach nicht, Gameplayerin. Ich liebe es, ich zu sein. Ich liebe es, ich zu sein. Ich liebe mein zuckersüßes Haar, meine bequemen Klamotten und mein bezauberndes Gesicht, das strahlt, wenn ich meine Konkurrenten in den Schatten stelle. Hey, schau mich an. Ich bin so selbstsicher. Heilige Mutter Muku Molke. Was auch immer. Vielleicht hat mir das geholfen, mein neues Level zu erreichen. Nur nicht so, wie Daisy es dachte. Mein bester Freund Ralf ist ein Trottel, aber ich hab ihn lieb. Okay, in Bezug auf beides. Daisy läuft unten rum. Daisy, nicht abhauen. Ach, ich mache einfach das Ding dran. Ich weiß nicht, die rennt gerade irgendwie wieder im Kreis rum. Man weiß nie, wo die dann als nächstes hinrennt. Ach, hinter den ganzen Sachen versteckt sie sich.
Und ich kann sie nicht ansprechen, weil das Ding hier wieder blockiert. Oh, ich liebe es. Hallo, Daisy, red mit mir. Schau dir sonst auf den Schnabel. Genau, dich wollte ich sehen. Lass mich raten. Vanellope ist begeistert und fühlt sich, als könnte sie es in ihrem neuen Kleid mit der Welt aufnehmen. Nicht ganz. Das war nicht das, was sie sich vorgestellt hatte. Sie mag, wie sie aussieht. Ich glaube, sie wollte andere Dinge von dir lernen. Vielleicht mehr über die Berichterstattung und wie man unlösbare Knoten knüpft. Warum hat sie das nicht gleich gesagt? Vanellope spricht einfach so drauf los. Naja, abgesehen davon, dass sie geschrieben hat. Vielleicht frage ich Vanellope, ob sie Junior-Reporterin für die Dreamlight-Gazette werden möchte. Ich werde sehen, ob ich eine andere Verwendung für das Kleid finde. Meinst du, es würde einem der Tiere im Tal passen? Der Tiere? Hallo? Vor allem Vanellope so klein und dann so ein Riesentier das kriegen oder was? Ich könnte sogar ein Geschäft für Tierkostüme aufmachen. Ich brauche unbedingt neueste Infos zu diesen Schurken. Bei solchen Stories habe ich immer den richtigen Riecher. Ihr wollt mich doch ernsthaft veräppeln. Im Übrigen, ich habe es ja schon erwähnt, ne? Wir haben immer noch nicht den Mülleimer übertopft bekommen, obwohl jetzt mittlerweile schon genau eine Woche her ist oder sogar schon 8 Tage, ich bin mir nicht sicher. Ja, also der Bug ist immer noch nicht behoben. Disney weiß seit über einer halben Woche Bescheid, aber scheint kein Interesse dran zu haben oder keine Ahnung, vielleicht finden sie auch einfach nur nicht raus, ja, worum es da geht oder was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung. Moment, da oben wohnt Anna. Ich gehe ja immer erstmal vom Positiven aus. Das ist keine Absicht, das meine ich. So, 3. Oh, lauf doch einfach mal drumherum. 4, 5, 6, 7, 8. So, und die muss ich jetzt quasi hier so fallen lassen. Ja, habe ich das richtig verstanden? Ablegen, ablegen. Nein, nicht aufteilen. Ach ja, komm. Ablegen, ablegen, ablegen. Ablegen. Ich glaube, das wird auch als Blume gezählt. Oh, ablegen heißt, die reinzustecken. Sehr geil. Aber ich bin hier direkt am Schloss und erzählt es nicht. Hä? Um Schloss Arendelle herum Blumen fallen oder platziere sie und gieße sie danach. Moment. Ah. Aha. Okay. Völliger Schwachsinn, weil die dadurch ja nicht, ne? Aber okay, dann verstehe ich wenigstens. Hat der das jetzt angenommen hier? Ja, anscheinend. Dann verstehe ich wenigstens, warum das nicht funktioniert hat. Okay, dann haben wir jetzt 10. Da müssen wir nochmal 10 finden. 1, 2, 3. Ich sag immer, das sind Rosen. Also hat die jetzt überall Rosen in erster Linie drumherum. 4 Stück haben wir schon mal. Das müssen wir natürlich mitnehmen hier. Und das sind wieder die Rosen nur. Na gut. 5, 6, 7, 8. Komm, jetzt habe ich von den schönen gar keine mehr, oder was? Neun. Hallo, Blumen. Hallo. Oh Gott. 10. Falls ich mich verzählt haben sollte, nehme ich noch mal eine mehr mit hier. So. Oh, endlich mal dunkle. Endlich dunkle. Oh, danke, danke, danke. So. Moment. Aus den Federn mit euch, Leute. Da ich die sowieso gerade noch im Inventar habe und die großen natürlich viel hier, viele Schneekugeln bringen. Ich mache das mal hier auf die linke Seite. Mal gucken, ob das besser ist zum Abwerfen. Ablegen, ablegen.
Geben wir mal alle ab. So. Sind auch bestimmt auch welche nach hinten gekommen, oder? Mist. Nee. Ist die neu oder ist die jetzt von mir hier? Okay, die ist von mir. Problematisch ist es jetzt nur... Oh, ich sehe hier nichts. Irgendwas muss hier auch auf die andere Seite gekommen sein. Da war anscheinend auch eine bei. Hat der die jetzt genommen? Ja. Ja, aber die waren doch schon hier. Jetzt habe ich extra eins mehr hier reingemacht. Wo hat der die denn hingetan? Die sind alle am Hüpfen. Die sind am Hüpfen. Die ist am Hüpfen. Die waren beide am Hüpfen. Hä, wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Jetzt habe ich schon eins zu viel geholt und hingemacht. Ne, zwei, glaube ich, sogar zu viel insgesamt. Trotzdem hat er das nicht angenommen. Oder zählt er tatsächlich nur... Alle hier waren ganz wunderbar. Moment, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Oder zählt er tatsächlich nur... Die, die auch in diesem Bereich wachsen, weil das wäre richtig blöd. Aber es kann eigentlich nicht sein, weil der die anderen hier rechts ja auch gezählt hat. So, was habe ich denn jetzt hier? Blaue Sternlilie, ablegen. Die ist direkt vor mir. Die Säcke. Die zählen tatsächlich nur... Die Blumen hier aus dem Bereich. Ganz ehrlich, das ist ja jetzt wohl mehr als unfair. Ich meine, klar, ich kann jetzt noch eine aus dem Bereich von meinem Bestand holen. Ich werde die auch alle mal komplett durchpflücken, wenn die Aufgabe vorbei ist. Ich werde das natürlich nicht alles so da lassen. Aber diese kleinen Drecksäcke. Moment, da hinten ist noch einer. Die kann ich doch auch pflücken. Hast du dich versteckt oder bist du wieder neu dabei hier? Guten Morgen, Kadett. Das ist wirklich... Es ist echt fies hier. Ablegen. Blaue Blume steht direkt neben mir. Hä? Oder ist denen das zu weit weg vielleicht? Moment, setz mich mal hier hin. Weil das steht doch als Quest markiert. Ach, das ist... Nein, nicht ernsthaft. Das ist denen zu weit weg, wenn der das automatisch so ein Stück nach vorne macht. Das ist doch nicht... Oh, und jetzt 10 Gerichte mit Kakao für Anna machen. Eieieiei. Okay. Hm, gehen wir mal hier oben. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder irgendwo im Scheremi... hängen bleibe, weil seit dem Update, wo halt eben so viel Content noch wieder rausgekommen ist, gibt es ja wahnsinnig viele Probleme und Fehler hier. Und jedes Mal, wenn ich hier versuche rauszugehen, das nehmen wir mal mit, damit das mal aus dem Weg raus ist. Habe ich da noch Platz? Ah ja, doch. Jedes Mal habe ich dann nämlich das Problem, oder jedes zweite Mal ungefähr, habe ich das Problem, dass ich dann tatsächlich hängen bleibe. Schokolade, Schokolade, das ist Banane. Können wir nicht Schokoladen-Eiscreme machen? Das ist dann doch eigentlich... Hier, Schokoladen-Eis, Schokokekse. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd wegen dem Weizen, weil ich eigentlich nicht so viel Weizen habe. Schokokekse brauchen sie auch Weizen für. Ja. Ach was, ich kann Süßigkeiten herstellen? Moment, automatisches Auffüllen? Nein! Echt jetzt? Tatsächlich? Alter, wieso sagt mir das keiner? Okay, ja, wir machen Schokoladeneis, komm. 10 Mal müssen wir das machen, das heißt 10 Mal müssen wir hier wieder so blöd... Ich habe zwar keine Ahnung, wie Anna 10 Schokoladeneis aufessen soll. Muss ich auch dazu sagen, aber gut.
Ich hätte ja lieber eine Schokoladentafel gemacht, aber ich glaube oder ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir die gar nicht machen können. Also es müsste dann ja Schokolade heißen und die stand jetzt, glaube ich, nicht drin. So, das müsste jetzt das vierte Eis sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Das wäre dann das fünfte. Und je öfter ich das Eis sehe, umso mehr Lust habe ich jetzt gerade selber auf Schokoladeneiscreme. Oh, nicht so früh am Morgen. Das war das sechste. Das heißt, das ist das siebte. Es ist so ätzend, das immer alles einzeln zu machen. Ich verstehe auch nicht, wie Disney darauf kam, sowas zu machen. Ich finde es ja schon super, dass man das jetzt automatisch auffüllen kann. Das war ja auch nicht von Anfang an so, soweit ich mich erinnern kann. Aber in jedem Spiel kann man anklicken, wie viel man von etwas machen möchte. Und gerade bei Disney, wo das ja eigentlich wichtig wäre, weil die ja diese ganzen stupiden Aufgaben haben, wo man dann 10 davon machen muss und 10 davon machen muss, da lassen sie das dann so, damit man dann, ich vermute mal, dass das der Grund ist, damit man halt länger im Spiel drin ist, für 3 Sekunden länger, sage ich jetzt mal. Bringe die Gerichte, die du mit Kakao gekocht hast, zu Christoph. Der ist jetzt nicht zufällig hier drin, oder? Nee. Hatte ich da nicht auch noch eine Aufgabe von, dass ich die Gäste bewirtschaften muss? Ich meine ja. Wo ist denn Christoph gerade? Pennt hoffentlich nicht wieder, ne? Okay, der ist diesmal wach. Muss er ja sein. Ich habe nicht mit ihm gesprochen vorher. Da ist er. Ihn hatte ich ja noch gar nicht. Oh, hey, warte. Können wir reden? Ja. Muss ich. In doppelter Hinsicht. Oh, hey. Bitte sehr, Christoph. Ein paar Leckereien, die Anna umhauen werden. Mit freundlicher Genehmigung von Frag Daisy und der Dreamlight-Zeitung. Ja. Okay. Warte mal, Gameplayerin. Die Blumen, die Schokolade, das ist viel zu viel. Ich habe Daisy geschrieben und sie um Rat gebeten, wie man einen besonderen Strauß macht. Ich weiß, dass manche Blumen eine Bedeutung haben. Und da sie so glamourös ist, dachte ich, sie wäre die richtige Person, um bei ihr nachzufragen. Aber Anna hat all die Blumen vor dem Schloss gesehen und dachte, ich würde mich für etwas entschuldigen wollen. Außerdem macht sie sich ein bisschen Sorgen, dass wir von magischen Blumen belagert werden. Ich musste sie davon überzeugen, dass es nur eine nette Geste sein sollte und nicht eine Art Garteninvasion. Ja, vielleicht sind das die neuen Trolle. Die tauchen jetzt in Form von Blumen auf. Ich wusste es, aber Daisy bestand drauf. Aha. Ich wollte nur einen Rat, welche Blumen ich für meine Verlobte aussuchen soll. Könntest du Daisy sagen, danke, aber sie hat ein bisschen übertrieben. Ich kenne sie nicht so gut. Ich bin... Hey, danke. Ja, hallo. Kein Thema. Machen wir. Und ich muss noch kurz mit dir... Ich muss nur mit ihm reden, oder? Ja, wir sind befreundet. Das müssen wir jetzt nicht alles an ihn zugehen. Morgen. So, genau. Plaudere, damit ich das nämlich nicht vergesse. Plaudere einmal mit dem Eis, zweimal mit dem Eislieferanten. Das muss man halt über 2 Tage machen, damit ich das nicht vergesse heute. Achso, zu wem sollte ich jetzt gehen? Zu Daisy, genau. Habe ich gedacht, mache ich das nochmal schnell. Daisy ist unten. Nee, die ist hier oben an der Wiese. So, Daisy. Wo versteckst du dich? Ich hätte draufdrücken sollen. Da hinten bist du. Bleib stehen. Ja, wen haben wir denn da? Wie geht es dem glücklichen Paar? Wurde Anna von den Socken gehauen? Nicht ganz. Anna ist etwas beunruhigt über das plötzliche Auftauchen all dieser Blumen. Und Christoph findet, dass du zu weit gegangen bist. Und was denkst du, Gameplayerin? Hä? Ich denke, ihr habt beide recht. Aha. Das ist eins der vielen Dinge, die ich an dir mag, Gameplayerin. Du versuchst immer, beide Seiten der Dinge zu sehen. Ich bin mir sicher, dass das eines Tages eine lustige Geschichte sein wird, über die wir alle lachen können. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Auf Wiedersehen! Ja, ich bin ganz ehrlich, ich gebe Christoph recht, weil... Wenn ein Mann mit, ich weiß nicht, 50 Blumen, nee, 20 waren es, glaube ich, ankommt, ich bin ganz ehrlich,
ich würde auch davon ausgehen, dass er sich für irgendwas entschuldigen will. Ich habe damals immer gesagt, ich möchte keine Blumen, weil die einfach nur sterben, wenn man sie pflückt. Und das möchte ich nicht. Ich finde es halt schöner, wenn man den Blumen beim Wachsen zusehen kann. Und entsprechend will ich halt keine Blumen irgendwo im Blumenstrauß, wo sie dann nach 3 Tagen oder höchstens eine Woche dann total kaputt sind. Dann ist mir das lieber, wenn ich sie irgendwo in der freien Natur sehen kann. So, die Box. Können wir die Box eigentlich nicht woanders hinstellen? So, müssen wir jetzt wieder zu Daisy. Komm, sag's mir, sag's mir. Bringe ihn zu Daisy. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder neue Aufgaben bekommen. Daisy, bin ich doof? Wo ist sie denn jetzt hin? Ja, die war doch gerade noch über uns. Hat die sich jetzt wieder weggeportet, oder was? Da sehe ich sie nicht. Ach, da oben ist sie. Oh. Was macht die denn plötzlich im Wald? Wollte sie sich dieses Blumenchaos hier angucken? Moment, die Richtung, ne? Da. Hallo. Bitteschön. Was gibt's Neues? Mal sehen, was wir haben. Hm, das ist keine Frage für... Hä? Frag Daisy. Was ist das? Oh. Ein Brief von Mutter Gothel, der meine Kompetenz in Frage stellt, jemanden Ratschläge zu erteilen. Typisch Mutter Gothel. Ja! Mutter Gothel ist schon immer schwierig gewesen. Am besten ist es, sie zu ignorieren. Sie will nur eine Reaktion. Du hast also vor, nichts zu tun? Ah. Das habe ich nicht gesagt. Meiner Meinung nach kommt ihre ständige Kleinlichkeit vor einer Sache. Sie muss sich Zeit nehmen, sich zu entspannen und das Leben im Tal zu genießen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig sein kann, wenn man auf der Lichtung lebt. Oh. Ich wette, wenn wir die Lichtung zu einem angenehmeren Ort machen würden, wäre sie ruhiger. Dann hätte sie auch nicht das Bedürfnis, so viel zu meckern. Ja, probieren wir es aus. Huch, was ist jetzt los? Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich darf jetzt wahrscheinlich den kompletten Dialog wiederholen mit Daisy. Das ist natürlich wunderbar. Disney Dreamlight Valley hat mich rausgeworfen. Also ich habe das schon gehört, dass es sehr viele Abstürze wohl gab über den Konsolen. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass das auch auf dem PC zutrifft. Also habe ich nicht gewusst. Ach, das muss ich jetzt auch alles nochmal neu machen hier oder was? Dann sind hier wahrscheinlich wieder 2 Rosane drin. Ja, genau wie beim letzten Mal. Wo ist Daisy denn jetzt hin? Hallo Daisy? Ach, jetzt ist sie nach da hinten gelaufen. Oh Gott. Sag mir nur bitte, dass das nicht an der Quest liegt, dass das jetzt verbuggt ist. Moment, ich werde mal kurz speichern, damit ich das nicht mal wieder alles einsammeln muss. Was gibt's Neues? So, das hatten wir ja alles. Ich denke ja, beide recht hatte ich ja gesagt. Dann lassen wir das auch so stehen. Lass dich bald wieder blicken. Ach so, ich muss schon wieder die Sachen aus der Ratgeberbox holen. Ich dachte, dass das wenigstens noch gespeichert wäre, aber offenbar nicht. Aha. Ich habe nicht allzu viel jetzt verstanden, Donald, aber ist alles gut. So. Daisy, du bist immer noch hier. Das hatten wir ihr gegeben. Keine Frage, von Fuck Daisy, genau. Und dann hatte ich gesagt, typisch Mutter Gothel. Oh. Das habe ich nicht gesagt. Meiner Meinung nach kommt ihre ständige Kleinigkeit von einer Sache. Da war mir, glaube ich. Sie muss sich Zeit nehmen, sich zu entspannen und das Leben im Tal zu genießen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig sein kann, wenn man auf der Lichtung lebt. Ich wette, wenn wir die Lichtung zu einem angenehmen Ort machen würden, wäre sie ruhiger. Dann hätte sie auch nicht das Bedürfnis, so viel zu meckern. Ich höre dir zu. Nee, probieren. Ja, ich höre dir zu, sage ich jetzt mal. Lass uns einen schönen Platz in der frischen Luft für sie schaffen. Wir können ein paar Sitzgelegenheiten für draußen, einen Tisch für draußen und etwas Deko hinzufügen. Sie will unsere Hilfe vielleicht nicht, aber sie bekommt sie trotzdem. Aus den Federn mit euch, Leute! Okay, so, und da ich jetzt ein bisschen paranoid bin, speichern wir das Ganze nochmal.
Damit ich den ganzen Quatsch jetzt nicht nochmal neu machen muss, sollte das Spiel jetzt noch ein zweites Mal abstürzen. Folgendes hinzufügen. Sitzgelegenheiten für draußen. Einer. Zack. Das ist aber doch auch Sitzgelegenheit. Achso, Tisch für draußen. Einen und dreimal Dekor. Okay. Ein Tisch und dreimal Dekor. Nehmen wir den einfach. Und dreimal Dekor. Da man das nicht da draufstellen kann. So, zack. Ja, das wird uns vorgeschlagen für Dekor, aber offenbar reicht das nicht. Keine Ahnung, was die jetzt noch mit Dekor meinen. Okay, ich habe nochmal zweimal aus dem gleichen genommen. Also, jetzt nehmen wir einfach mal was, was hier drin ist. Das ist mir jetzt zu blöd. So. Hä? Ach so, zwanglos. Das muss auch noch zwanglos sein. Manchmal ist es so bescheuert. Wie? Ach nee, hier oben ist der Filter. Ach, ich suche den immer. Ich weiß auch nicht, warum. Zwanglos. Hier sind so viele schöne Sachen drin. Warum kann man nicht die Hälfte davon im Tal haben? Ach ja. Zwanglos, zwanglos. Zwanglos? Zwanglos! Da ist es doch. Oh Gott, bis man mal was gefunden hat hier. So, zwei davon. Zack. Schmeißen wir das hier wieder raus. Die Sachen lasse ich einfach stehen. Sprich mit Mutter Gotel. Wo ist die Olle denn? Die ist unten am Strand. Mutter Gotel. Hallöchen. Wo ist sie denn? Da. Das können wir auch direkt mitnehmen. Bitte, bitte, hilf mir. Nein! Oh, wie ich das hasse, wenn da reden steht, man auf E drückt und dann plötzlich was ganz anderes passiert. Jetzt ist sie natürlich weg. Oh, willst du mich jetzt? Jetzt ist sie... Ich werd wahnsinnig! Ah! Hier, ich hab dir ein paar alte, klapprige Stühle und Lampen hingestellt. Was hältst du von der Idee? Hier drüben! Gameplayerin, lass mich raten. Du bist gekommen, um mich wegen der Nachricht zu tadeln, die ich Daisy geschickt habe. Nun, nur zu. Irgendwie bin ich immer der Bösewicht, weil ich einfach die Wahrheit sage. Ganz und gar nicht. Daisy möchte dich wissen lassen, dass wir einige Änderungen an der Lichtung des Vertrauens vorgenommen haben, um sie für dich noch entspannter zu machen. Was hältst du davon? Enttäuschend. Ich bin sicher, dass diese entspannenden Ergänzungen ein absoluter Schandfleck sind. Ich komme wieder und sage dir, was ich denke. Also ich würde dem Schandfleck zustimmen. Und? Oh, Gameplayerin, du bist noch hier? Nun, ich denke, es ist nicht allzu schrecklich. Ich finde immer noch, dass sie keine Ratschläge erteilen sollte, aber ich könnte mir vorstellen, eine Ausgabe der Dreamlight-Zeitung auf meinen neuen Möbeln zu lesen. Und dann benutze ich sie als Anzünder für meinen Kamin. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Mhm. Schuh, Schuh. Was haben denn die Schuhe damit zu tun? Okay, gehe zu Daisy. Bitte sag mir, dass das nicht wieder abstürzt, weil ich mache die Sachen nämlich jetzt wieder alle rein. Achso, da war auch noch was. Zack. So, kehre zu Daisy zurück. Daisy. Schätzelein, wo bist du? Ich denke mal, sie ist bei sich im Laden. Oh, lauf doch mal. Bleib hier auch immer überall hängen. Dabei ist das so schön gebaut. Daisylein. Was gibt's Neues? Erzähl mir alles. Wie denkt Mutter Gotel jetzt über die Lichtung des Vertrauens? Ist sie ruhiger geworden? Freundlicher? Entspannter? Freundlicher, Mutter Gotel? Hallo? Ich glaube, sie war beeindruckt, wollte es aber nicht sagen. Gameplayerin, vielen Dank für all deine Hilfe. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Auch wenn nicht alles nach Plan gelaufen ist, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und die erste Ausgabe der neuen und verbesserten Dreamlight-Gazette ist fast fertig.
Es wird ein großer Hit im Dorf sein. Wie kommst du da drauf? Genau. Ich sag mal optimistisch, ja, da stimme ich dir zu. Da ist es wieder. Wir haben den gleichen Instinkt fürs Geschäft. Das liebe ich an uns. Ja, was hatte ich mal in der ersten Folge gesagt? Ich habe sie noch als sehr arrogant in Erinnerung. Ich bin mir sicher, dass alle von deinen Foto-Essays, Minis, Sonderbericht über das Vergessen und einer brandneuen Ausgabe der Frag Daisy Kolumne begeistert sein werden. Jeder im Tal wird sie lesen. Oh, eine letzte Sache. Ich möchte dir die schöne Ratgeberbox geben, die du gebaut hast. Wer weiß, vielleicht können wir sie in Zukunft wieder verwenden. Ja, danke. Du weißt, die war auch teuer genug. Wenn man Dinge anpackt. Ja, vielen Dank, Daisy. Ich wünsche mir jetzt ab heute eine Funktion, die Sachen, die ich bekomme, wieder auseinandernehmen zu können, damit ich dann diese Amethystenwaren, glaube ich, wieder zurückkriegen kann. Aber ich glaube, da kann ich noch lange drauf warten. Ich denke nicht, dass das, dass das so bald möglich sein wird. Ja, aber bei euch bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Sorry wegen der oder des Absturzes. Ich glaube, es ist diesmal nur einmal abgestürzt. Und ja, wir müssen Daisy noch einmal leveln, glaube ich. Dann können wir noch die letzte Aufgabe mit ihr machen. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann werden wir uns der Monster AG zuwenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.